Fachwissen von Dr. House haben, den Charme von Dr. Shepard von Grey's Anatomy und er müsste natürlich Anästhesist sein. Das ist mein Traumberuf, aber ursprünglich wollte ich immer Tierarzt werden. Dann in der Schule wurde es dann schon Humanmedizin, dann im Studium Sportmedizin und auf die Anästhesie bin ich erst gekommen im Rahmen meiner Doktorarbeit, aber ich habe es nicht bereut. Ich glaube, die Patienten wissen sehr wohl, was sie an uns haben und die chirurgischen Kollegen auch. Tja, das sind erstmal alles begeisterte Anästhesisten und von fachlicher Seite haben sie da das gesamte Spektrum vom blutjungen Anfänger bis über den aufstrebenden Weiterbildungsassistenten, die Alleskönner, die Fachärzte und dann natürlich die erfahrenen Oberärzte, die nichts mehr aus der Ruhe bringt. Wenn wir nicht fertig sind, dann können die anderen Disziplinen nicht arbeiten. Das gibt erstens schlechte Stimmung und zweitens ist es auch nicht im Sinne der Patienten. Morgens, wie gesagt, alle Einleitungen gleichzeitig. Da versuchen wir immer die Assistenten auch bei der Einleitung zu unterstützen, sie anzuleiten. Und dann führen die Assistenten aber die Narkose weiter, unter Aufsicht natürlich. Die Oberärzte sind frei, die sind zusätzlich eingeteilt und können dann immer, wenn Fragen sind oder wenn Not am Mann ist, den Assistenten zur Seite stehen. Ich sage immer, zur Weihnachtsfeier schreibe ich über 300 Einladungen. Das sind nicht alles Ärzte, da sind wir so gut 80 Ärztinnen und Ärzte, aber mit Intensivpflege, Anästhesiepflege, Sekretariaten, Study Nurses, MTAs, da kommt man auf diese Zahl. Also ich versuche meine Klinik offen und transparent zu führen und auch verbindliche Zusagen zu treffen und das erwarte ich natürlich auch von denen, mit denen ich zusammenarbeite. Besonders stolz wäre ich eigentlich, wenn mir meine Mitarbeiter rückmelden würden, dass es zwar ein anspruchsvolles, aber auch ein gutes Jahr war.